Hallo und willkommen zu Kanal 3 Steiermark. Jeden Mittwoch neu mit Informationen aus der Steiermark für die Steiermark. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir starten gleich mit unserem ersten Beitrag. Wann immer wir in der Früh aufstehen, spielt er bereits eine Rolle. Egal, ob wir das Licht aufdrehen oder die Kaffeemaschine einschalten. Die Rede ist vom Strom. Haben Sie sich eigentlich schon einmal Gedanken gemacht, wie abhängig wir davon sind und was passiert, wenn gar nichts mehr geht? Über dieses Blackout hat man sich vor kurzem in Murau im Rahmen des Blackout-Energiecamps Gedanken gemacht. Wie abhängig sind wir eigentlich vom Strom? Haben wir für einen Notfall vorgesorgt und wie vernetzt sind wir durch unser Energienetz? Dies sind nur einige Fragen, denen man im Zuge von Blackout, dem Energiecamp in Murau, nachgegangen ist. Auf Einladung der Holzwelt Murau fanden sich Experten und Interessierte ein, um dieses spannende Thema zu diskutieren. Ich glaube, einerseits sollte sich Murau als Fachkongressort in Sachen erneuerbarer Energie etablieren. Die zweite Botschaft ist, dass wir junge Leute ansprechen, um dieses Thema in Murau zu kommunizieren. Und das dritte ist, dass sich auch die Bevölkerung Gedanken macht, was ist, wenn wirklich ein Stromausfall ist, wie kann man sich damit bewegen und was heißt Inselbetrieb aufzubauen. Gerade die Holzwelt Murau ist ja, was die Energieversorgung betrifft, eine Vorzeigeregion. Verfolgt man doch das Ziel, bis Ende 2015 der erste energieautarke Bezirk zu werden. Diese Ideen sind auch beispielgebend für Projekte weltweit. Denn gerade in Afrika zum Beispiel ist die Energieversorgung ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Das Thema ist auch deswegen schwierig, weil die Politiker nicht nur unfähig, sondern auch der Wille ist gar nicht da, irgendwas zu tun für die Bevölkerung, wo man sagt, Unabhängigkeit, sondern Abhängigkeit zu behalten und dadurch Geld zu verdienen, dadurch immer spenden und irgendwas zu bekommen. Und das ist das, darum ist das Thema schwierig. Sonst in Wirklichkeit die Ressourcen wären da. Abgerundet wurde dieser interessante Tag mit Themenworkshops, in denen man sich austauschen und Ideen sammeln konnte. Blackout, das Energiecamp, ist ein wichtiger Ansatz, wenn es um die weltweite Energieversorgung geht. Und eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist auf jeden Fall geplant. Armut kann jeden treffen. Aber viele schauen bei diesem Thema gerne weg. Ein Pfarrer hat sich das Hinschauen zur Lebensaufgabe gemacht. Wie genau das aussieht, haben wir in Leoben herausgefunden. Es gibt zwei Arten von Armut. Einerseits die schöne Armut. Waisenkinder, körperlich beeinträchtigte Menschen, also jene Fälle, in denen der Trieb des Menschen zu helfen an die Oberfläche bricht und keiner wegschauen, sondern jeder helfen will. Dann gibt es aber auch noch die hässliche Armut. Drogensüchtige, schwer alkoholisierte Obdachlose, psychisch Kranke, nicht krank genug, um eingesperrt zu werden, aber alleine auch nicht lebensfähig. Pfarrer Wolfgang Pucher hat die Armut gesehen, die schöne und die hässliche. Ja, es gibt Schicksalsfälle, wo man keine Ahnung hat, dass ein Mensch plötzlich aus der Bahn geworfen wird, scheitert. Das kann ein ganz enger Verwandter sein, auch ein Familienmitglied. Man kann es auch selber erleiden, das glaubt man nicht. Und sobald man merkt, dass das etwas ist, was jeden betreffen kann, auch sich selber, dann wird man aufmerksamer, offener und eher bereit hinzuschauen und einmal zu fragen, was kann ich tun, damit ich das Schicksal dieses Menschen erleichtere. Nun verschlug es den Pfarrer in seine zweite Heimatstadt Leoben, wo er mit eindringlichen Worten im Raum Impuls der Zeit aus seinem Leben und Wirken erzählte. Ich habe Armut selbst erlebt, erzählt der Geistliche. Meine Kindheit habe ich mit meinen Eltern und Geschwistern in einem Haus mit nur 32 Quadratmetern verbracht. Ich habe immer unter Kälte gelitten. Nur an Heiligabend wurde das Schlafzimmer ein einziges Mal im Jahr eingeheizt. Darauf habe ich mich mehr gefreut als auf alles andere. Zum Abschluss mahnte der Pfarrer: Nur weil man über ein Problem nicht redet, heißt das nicht, dass es nicht vorhanden ist. Obdachlose, denen keiner hilft, gibt's auch in Leoben. Passend zum Start der Reisezeit bekommt der Flughafen Graz einen neuen Anschluss. Die Swiss Air fliegt von Graz nach Zürich. Damit soll nicht nur der Tourismus angekurbelt werden, sondern auch die Wirtschaft beflügelt werden.
Die Urlaubszeit naht und die ersten Reisepläne der Steirer werden erstellt. Hochsaison besonders für den Flughafen Graz. Ein besonderes Highlight dieses Jahr, ab Ende März hebt nun wieder die Swiss Airlines in Graz ab, zum Drehkreuz Zürich. Die Direktverbindung in die Schweiz soll neue Möglichkeiten für die Steirer bringen. Graz ist für uns wichtig, weil es gibt ja schon bestehende wirtschaftliche Verbindungen von Unternehmen aus der Region in die Schweiz und darüber hinaus. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir das durch diese neue Flugverbindung auch unterstützen können entsprechend. Also wir fliegen derzeit über 100 Destinationen mit dem Sommerflugplan an in 49 Ländern. Und natürlich auch für Reisende ab Graz bieten sich da einige spannende Möglichkeiten an. Zum Beispiel kann man im Nordatlantikbereich New York, Miami, Montreal erreichen. Im Europabereich gibt es dann so spannende Städte wie Nizza, Athen, Nürnberg, Rom. Ich glaube, dass das ein sehr attraktives Netzwerk ist für den Reisenden aus Graz und natürlich auch für den Schweizer, der jetzt nach Graz reisen kann, weil ja verstärkt Incoming-Tourismus, Graz hat sich da ja auch sehr attraktiv positioniert. Das heißt natürlich, beide Verkehrsströme zählen. Der neue Sommerreiseplan bringt so also neue Möglichkeiten mit sich. Und so profitieren Tourismus und Wirtschaft gleichermaßen. Die Swiss in Graz ist sicher eine wertvolle und eine wichtige Erweiterung unseres Destinationsnetzes. Gerade für den Wirtschaftsstandort Steiermark ist eine Verbindung von Swiss nach Zürich sehr, sehr wichtig, weil diese Verbindung in einen Knoten in Zürich hineinfliegt und damit sehr viele Weiterflugmöglichkeiten für den Wirtschaftsstandort Graz eröffnet. Neben der Intersky, die ja auch schon diese Strecke Graz-Zürich befliegt, ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, sowohl für den Wirtschaftsstandort als auch für den Tourismusstandort Steiermark. Incoming genauso wie Outgoing eine sehr wichtige weitere Entwicklung. Neue Verbindungen, mehr Reisemöglichkeiten. Am Flughafen Graz heißt es wie immer Ready for Takeoff. Die Lieblingssteirer. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Immer einen Hit voraus. Antenne. Überall im Steirerland gibt's jetzt Ostermärkte. Wir haben einen ganz besonderen Ostermarkt besucht und sind dabei auf etwas größere Ostereier gestoßen. Neugierig schauen sie aus ihrem Gehege und beobachten mit ihren großen schwarzen Knopfaugen genau, was um sie herum passiert. Die Rede ist von den rund 50 Straußen, die auf der Straußenfarm Fötsch in Mooskirchen zu Hause sind. Vor 10 Jahren hat die Familie Fötsch ihre Liebe für die beeindruckenden Tiere entdeckt und bis heute hat sich daran nichts geändert, auch wenn die Haltung und Versorgung von Straußen nicht ganz ungefährlich ist. Weil freiwillig geht niemand in ein Straußengehege. Nachdem der Hahn auch brütet, ist es jetzt mal eine spannende Aktion, zu einem Straußenei zu kommen. Ne? Wie wir gerade gesehen haben, muss man sich mit allerhand Hilfsmitteln behelfen. Ansonsten fahre ich mit einem Quad ins Gelände und hole das Ei. Wenn der Natur würde, sogar der Löwe dem Vogel aus dem Weg gehen. Sie sind sehr aggressiv, wenn sie in der Brutzeit sind. Man sieht auch, der Hahn ist rot am Schnabel und hat rote Schienbeine. Das heißt, dann wird es richtig interessant. Ne? Bis zu 120 Kilogramm werden die ausgewachsenen Tiere schwer und sowohl das Fleisch der Tiere als auch die Eier sind eine echte Delikatesse. Also bei uns werden sie hauptsächlich die Speiseeier als Eierspeis verwendet. Also wirklich aufbohren, damit man das Ei nicht kaputt macht, also komplett zerstört. Weil wenn man es kocht, muss man das natürlich runterklopfen, aufschlagen und dann hat man nur einen Scherm. Und so bleibt dann das ganze schöne Ei eben nur mit einem Loch und das wird als Eierspeis verkocht.
Wer übrigens mit einem Straußenei eine Eierspeise macht, benötigt eine große Pfanne, denn ein Straußenei entspricht rund 25 Hühnereiern. Auch wer gerne einmal ein etwas anderes Osterfleisch hätte, der könnte sich ja einmal am Geselchten vom Strauß oder aber an den Straußen-Osterkreinern versuchen. Und auch als Osterdeko eignen sich Straußeneier perfekt und wer weiß, vielleicht bekommen Sie vom Osterhasen in diesem Jahr einmal ein besonders großes Osterei geschenkt, nämlich eines vom Strauß. Die Steiermark tanzt, nicht nur in den Frühling. Auch generell wird das Thema Tanzen immer mehr publik. Auch in unserem aktuellen Stadtgespräch geht es darum, dass die Steiermark tanzt. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Holding Graz Freizeit und Schlossberg Restaurant und Bar. Die Ballsaison, meine Damen und Herren, die ist natürlich schon lange vorbei, aber für die Steiermark gilt eigentlich über das ganze Jahr, die Steiermark tanzt. Und warum ist das so? Weil wir so viele hervorragende Vertreter und Protagonisten im Bereich des Tanzens haben. Und zwei habe ich heute im Studio. Seien Sie gespannt. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zum Kanal Stadtgespräch hier am Schlossberg. Und ich begrüße hier die Claudia Fürnholzer. Hallo. Sie tanzt im Ballett der Oper Graz. Und das ist ganz schön und toll, wie ich weiß. Und ich begrüße toll. Auch, man kennt ihn, den Willi Gabalier, ein Tänzer durch und durch, aber auch ein Sänger. Und wenn man jetzt sagt, der tanzende Willi oder der singende Willi, was ist richtiger? Ah, das kommt auf die Situation drauf an. Also zum Tanzen braucht man auf jeden Fall immer Musik. Ja. Und die mache ich mir einfach seit einiger Zeit selber. Für die wenigen, die es noch nicht wissen und noch nicht gehört haben, was hört man von Willi Gabalier für eine Art von Musik? Unterschiedlichste Dinge, aber sehr viel Unterhaltungsmusik, auch schlagereske Sachen, ja. Popschlager, Wolkenstürmer ist zum Beispiel der aktuelle Titel, ja. Zu dem man recht fetzig tanzen kann, dass sich einfach immer was tut am Parkett. Also das heißt, du musst deine Musik schon selber spielen und zwar wirklich in den Beinen. Ja, sonst will sie nicht hinaus. Genau, das muss irgendwie raus, aber der Tänzer Willi Gabalier vor allem ist hier heute bei mir zu Gast, neben der charmanten Claudia. Die Claudia ist also, wie gesagt, im Grazer im Ballett der Grazer Oper. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Vor wenigen Tagen, als die Claudia auf die Welt gekommen ist, was war denn so der Anlass und die Motivation ausgerechnet, es mit dem Tanzen und da auf professioneller Basis und da wiederum mit dem Ballett zu probieren? Also professionell war ja nie die Rede eigentlich, bis es dann wirklich passiert ist. Es ist passiert. Ja. Das ist wirklich passiert. Das war nicht wirklich ein Plan. Also begonnen hat es im Kindergarten, wo man als Kind, als Mädchen vor allem sehr hyperaktiv ist. Und dann sagt man, die muss irgendwas tun, weil die macht ja so viel, die geht uns auf die Nerven. Ja. Und dann schicken wir die halt einmal zum Tanz. Die kehrt bewegt. Ja. Genau. Und dann bin ich mal zu einer Ballettstunde gegangen mit einer Freundin und irgendwie habe ich da Feuer gefangen. Was ja nicht bei allen Mädels so ist, ne? Für viele ist ja Ballett jetzt mal eher uncool, oder? Für viele kleinere Mädels, sage ich mal. Für viele kleine Mädels ist Ballett eigentlich der Traum. Für mich war es eigentlich kein Traum. Für mich war es einfach eine Beschäftigung, die mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Aber noch nicht im Wissen, was das alles braucht und dass das natürlich harte Arbeit an der Stange und wo sonst noch ist. Ja. Wie war denn das dann? Ja, und dann vor allem in der Teenagerzeit wird es ein bisschen kritisch, weil da fängt es dann an, entweder man hat Freunde und geht fort und macht Spaß und Freizeit. Oder man steht immer an der Stange und macht seine Ballettstunde und sein Training und seine Proben. Und in dem Moment, glaube ich, entscheidet sich es wirklich. Also bist du dafür geschaffen oder bist du nicht dafür geschaffen? Aber jetzt noch zwischen, du hast Freunde. Mittlerweile habe ich auch Freunde. Du hast Freunde. Auch Freunde. Also ihr seid befreundet. Claudia hat Freunde, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber um es ernsthaft zu sagen, es ist schon gerade in den jugendlichen Sturm- und Drangjahren, die wir alle kennen und gelebt haben, für die Claudia Zeiten des Verzichtes. Und war dir das auch immer so als bewusst, ich verzichte gerne, weil ich will ja prima Ballerina werden im besten Fall. Den Verzicht habe ich eigentlich nie bewusst praktiziert. Es war eigentlich immer mehr die Liebe zum Tanzen, die mir eigentlich in den Ballettsaal getrieben hat. Und ich bin immer in einer Musikschule gewesen, also ich habe immer Instrumente gespielt, habe immer viel mit Musik zu tun gehabt, habe dann mit durch den Tanz auch nochmal die klassische Musik näher
kennengelernt und das hat mir alles extremen Spaß gemacht eigentlich. Ja. Also es war eigentlich für mich nicht Verzicht, es war wirklich Spaß an der Sache. Und ich glaube, wenn ich diesen Verzicht stärker gespürt hätte, dann hätte ich das nicht so lange durchziehen können. Aber irgendwann muss dann der Punkt kommen, um es weiterzuspinnen, wo man aus dem Ballettsaal des Übens einmal so weit kommt und man sagt, okay, jetzt hätte man diese sogenannte Bühnenreife. Ja. Was ist da passiert im Leben der Claudia Fürnholzer? Also es ist einmal so, dass ich keine staatliche Schule absolviert habe im Tanz. Was mir viele Meinungen... Das in der Republik Österreich. Ja. Aber es ist was aus ihr geworden. Ja, und es haben viele Leute gesagt, aus dir wird nie professionelle Tänzerin, wenn du diese Schulen nicht absolvierst, wenn du dieses Diplom nicht hast. Das Diplom, genau. Ja, dieses berühmte Diplom. Ja. Dieses Diplom habe ich im Tanz nicht absolviert. Ich habe es an der Karl-Franzens-Universität absolviert, aber in ganz was anderem. Darüber reden wir noch, ja. Und bin trotzdem, vielleicht war das dieser Kampfgeist dann nur extra angespannt bei mir. Ich bin ein ziemlich sturer Mensch, also stur. Muss man ja wohl auch sein als Künstler. Es ist ein bisschen kämpferisch, ist ein bisschen Ehrgeiz einfach bei mir da. Aber das muss man doch sein in dem Job, sonst ist man ja verloren. Wenn das nicht da ist, der Biss, der Ehrgeiz. Und war das dann gleich Graz, das Ballettensemble? Nein, lange Zeit nicht. Ja. Es war ganz schwierig eigentlich nach Graz zu kommen, ins Ballettensemble. Das war immer ein Kindheitstraum von mir. Also immer, wenn ich bei der Oper vorbeigehe, habe ich mir gesagt, da will ich mal drinnen tanzen. Mhm. Und es hat lang nicht funktioniert. Ich habe es zwar immer wieder probiert, vortanzen und alles, aber es war, entweder ich war noch nicht so weit oder Graz war noch nicht so weit. Und dann bin ich mal ein bisschen raus. Amsterdam war ich dann. Mhm. Und bin dann wieder zurückgekommen auf eigentlich Urlaub, Heimurlaub. Und da hat es geheißen, es gibt da eine Audition wieder in der Grazer Oper. Ja. Habe ich gesagt, ja, dann mache ich einfach mit. Aber jetzt ohne wirklich forciert irgendeinen Job zu bekommen. Und dann habe ich einfach das ist wahrscheinlich der beste Zugang. Wir reden gleich weiter, wie es dann weitergeht und noch weitergehen wird. Zuerst zum Willi. Das Tanzen. Jetzt auch das Singen. Was war denn da bei dir so der Zund, dass es das Tanzen hat unbedingt sein müssen? Ja, das war eigentlich auch ein Zufall. Das war nie der Lebensplan. Ich habe nie gesagt, im Kindergarten, ich werde Tänzer werden. Ja. Ja. Aber es war bei uns zu Hause auch so, dass wir halt viel Musik gemacht haben. Es hat jeder also Instrumente Andreas, gelernt. Der Andreas hat schon Gas gegeben zu der Zeit. Ja, der, also nicht mehr als ein anderes Geschwisterchen von mir auch. Also es war einfach so, mal zwei Instrumente gelernt, hat ein bisschen gesungen. Okay. Dann ist die Band gekommen, dann habe ich ein bisschen mehr Musik gemacht. Und dann war es aber so, dass die Musiklehrer doch sehr strenge Typen waren und das war im Konservatorium und so. Und dann hat das Tanzen begonnen. Es hat geheißen, es gibt einen Tanzsportclub und dort brauchen sie Burschen. Und da sind Fashion Mädels, die suchen einen Partner. Und ich dachte, besser mit einem Fashion Mädel trainieren als mit einem strengen Musiklehrer. Und dann bin ich irgendwie so ins Tanzen hinein geflutscht und das hat mir einfach riesen Spaß gemacht. Und ja, Gott sei Dank. Voll infiziert. Gott sei Dank, wobei das Ballett wahrscheinlich nie ein Thema war für dich. Also der Bühnentanz verbindet uns ja eigentlich, weil ich wollte nicht nur Tanzsport machen, ich wollte einfach auch andere Tanzstile kennenlernen. Ja. Und so habe ich auch die Claudia kennengelernt und ich bin immer hinter ihr gestanden, habe immer abgeschaut, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt schon viel besser als ich. Ja. Und so ist ja, aber ist das der klassische, mein Hero vor mir und gesagt, das klassische Claudia. Ballett ist ja so wie die Klassik in der Musik, so die Grundlage, kann man das so sehen, auch für den Tanz. Also es gibt wenig Tanzstile, die wirklich eine Körperausbildung einem bieten und da gehört Ballett auf jeden Fall dazu. Ja. Im Tanzsport ist es auch so, man macht also wirklich eine Bewegungsschule durch und die ist eigentlich für alles andere, was kommt, die Basis. Wo fühlst du dich jetzt daheim, so in den klassischen Tänzen oder lateinamerikanischen Tänzen? Ich mag alles. Also das ist irgendwie das Tolle. Das Tanzen ist einfach so vielfältig. Wenn man mal viele Dinge gelernt hat, dann verliebt man sich alle paar Monate in einen neuen Stil und probiert wieder das aus, macht was anderes. Man hat einfach ein gewisses Bewegungsrepertoire quasi in den Knochen und das kommt dann immer ein bisschen anders zutage. Gell? Warst du ja natürlich auch gefordert in den diversen Tanzshows, wo du mit dabei warst. Dieser Boom des Tanzens, sicherlich dadurch auch begründet. Spürst du das selbst? Du bist ja jetzt selbst Tanzschulbesitzer oder Miteigentümer. Ja. Ist das auch merkbar, dass sich da in den letzten 5 bis 10 Jahren einiges getan hat? Ja, es hat schon wieder ein Revival des Tanzens gegeben, aber das Schöne ist, dass Tanzen eigentlich nie wirklich aus dem Ruder gekommen ist. Gell? Also es geht immer irgendwo weiter. Es gibt natürlich Strömungen. Einmal ist das mehr in, dann wieder was anderes. Aber genau das ist das Tolle am Tanz, dass es einfach nie nur eine strigide Sache ist, sondern dass es so viele Facetten gibt und dass einfach für jeden und für jede
Stimmungslage der Gesellschaft oder für jeden Trend eigentlich auch ein Tanz immer parat ist. Na, vor allem auch für jene, für die jetzt mal tanzen, zuerst einmal überhaupt nicht, der sogenannten Tanzmuffel. Also na, gar nicht, geht gar nicht, aber selbst da hat man das Gefühl, da hat sich mehr bewegt zur Freude der Damenwelt. Oder Claudia, was spürst du da? Das glaube ich schon. Also ich glaube zumindest einmal, dass der Tanz immer ein Spiegel der Gesellschaft ist und der jeweiligen Zeit. Und das sieht man in den ganzen modernen Sachen, die jetzt kommen. Ich meine, ob es jetzt Zumba ist, was ich jetzt nicht unbedingt als Tanz sehe, aber schon Bewegung. Tänzerische Fitness, da kann man ganz viele Leute mitreißen damit. Mhm. Ganz viele Leute, die sagen, ich habe eigentlich keine Vorkenntnisse, aber mir taugt die Musik und ich bewege mich jetzt einfach mit, das bewegen sie alle. Es ist eher so die Lust am Gemeinsamen, glaube ich, genau, die man beim Tanzen hat. Du selbst, jetzt abseits der Ballettbühne, sieht man dich auch mal so ein bisschen ausflippen, geigen. Aber wie? Hallo, Krawallo, bitte. Claudia. Ab und an, ja. Nein, ja, geht ja. Das? Ist das vereinbar? Hast du Lust dazu noch? Außer mit den Verträgen ist das vereinbar? Mit den Verträgen ist das vereinbar. Oder dass man schlicht und ergreifend Bock hat, wie man so schön sagt. Wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut, als tanzen und zu trainieren, weiß ich nicht, ob man am Abend in der Disco noch... Das ist ja das Schöne, dass wir unseren Job nicht als Beruf sehen, sondern wirklich als Berufung. Ja. Und es macht uns einfach Spaß und es macht uns zu jeder Tageszeit, in jedem Moment Spaß. Und wenn es passt, dann passt es. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das 8 Stunden am Tag schon vorher gemacht habe, wenn ich dann weggehe und wenn irgendwas super Musik, super Leute und dann... Also man kann die Claudia erleben, wenn es passt, dann passt es. Genau. Jetzt muss man natürlich eines noch sagen und das vielleicht ist auch nicht zu unterlassen. Du bist die einzige Steirerin im Ballettensemble der Grazer Oper. Die einzige Österreicherin. Die einzige Österreicherin noch dazu. Wie gibt's denn das? Jetzt kann man sagen, ist die Ausbildung einfach anderswo so viel besser oder haben so wenige Österreicherinnen so einen Biss wie die Claudia Fürnholz oder woran liegt das? Daheim ist ein bisschen schwierig jetzt. Es gibt viele Ballettschulen bei uns. Es gibt nur keine Universität. Es gibt kein, wo man Diplom machen kann zum Beispiel. Mhm. Also der Nachwuchs wird einmal sofort bald einmal rausgetrieben. Also es wird bald einmal mit 16 gesagt, wenn du was professionell machen willst, musst du mal rausgehen. Rausgehen heißt ins Ausland gehen. Rausgehen heißt ins Ausland gehen. Mhm. Zumindest mal nach Wien gehen, das ist einmal so der erste Schritt. Weil in Graz zu bleiben, ist schwierig. Und das sagt da jeder Lehrer schon einmal, wenn du beginnst. Mhm. Sehr motivierend. Andererseits ist es wieder gut, weil es motiviert wieder trotzdem weiterzumachen. Und das heißt, geh diesen Schritt oder geh diesen Schritt nicht. Für mich war es in dem Fall so, ich habe diesen Schritt nicht gewagt, gleich mal mit 16. Ja. Ich bin in Graz geblieben. Aber dann doch ins Ausland gegangen. Aber erst später. Mhm. Also erst dann, wo ich gesagt habe, okay, ich habe so meine eigene, ich baue mir was anderes auch noch auf, weil das war immer Thema. Also kann man mit Tanz wirklich leben? Kann man damit Geld verdienen? Das heißt, man muss irgendwie trotzdem so dieses Sicherheitsgefühl beibehalten. Und dann bin ich an die Karl-Franzens-Universität gegangen, habe dann Erziehungswissenschaften studiert und habe so im Hinterkopf immer gehabt, es ist was anderes da, wenn das mit dem Tanzen nicht funktioniert. Wichtig, ja. Trotzdem war für mich der Tanz immer an erster Stelle. Aber es ist sich ausgegangen und du kämpfst dich da durch oder hast dich da eben etabliert, aber es ist schwer. Für eine Österreicherin, für eine Steirerin hier im eigenen Boden. Ja. Willi, wie ist das bei dir? Du hast ja auch die Lande durchreist, du kennst die österreichischen Verhältnisse und die steirischen sowieso, aber auch die deutschen. Ja, oft ist es so, dass man einfach einmal zuerst weg muss, dass man auch zu Hause so anerkannt wird, ein bisschen so. Also hast du das selber gespürt? Ja, es war nicht so arg bei mir, aber man merkt schon, also man muss eigentlich meistens erst außen entdeckt werden, dass es dann zu Hause auch funktioniert. Also, ja, wie sagt man so schön, jetzt zu Hause ist man halt oft vielleicht einfach den Leuten auch zuvertraut und man muss sie einfach irgendwie einmal woanders beweisen und dann wird das auch wieder zu Hause geschätzt, was man macht. Also das sehe ich jetzt gar nicht so negativ, sondern es ist so, man muss einfach einmal eiskalt ins Leben gestoßen werden und schauen, dass man da irgendwie zurechtkommt in dem Bereich und dann ist schön, wenn man wieder nach Hause kommt, dass sich dann doch auch Türen auftun, gell? Apropos Türen auftun, wie gesagt, von den Tanzshows kennen wir dich, wir kennen dich auch von diversen Bühnen, sowohl den Tanzenden als auch den Singenden, Willi Gabalier, jetzt auch die Tanzschule. Wie geht sich das alles aus? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Okay. Ich zweige es immer vom Schlafen ab, die Zeit. Ja, es ist einfach immer zu wenig Zeit, aber ja, man kann das Tanzen irgendwie so schwer nur so ein bisschen machen oder generell die Kunst. Also wenn man was mit Leib und Seele macht, dann vergisst man
dass man eigentlich schon vielleicht 12, 13 Stunden arbeitet. Ja? Oder so wie die Claudia gesagt hat, es ist eigentlich nicht der Gedanke, dass es Arbeit ist. Ja? Ist klar. Man macht das als Leidenschaft. Es gäbe sicher andere Bereiche, wo man besser Karriere machen könnte oder ein leichteres Leben hätte oder auch mehr verdienen würde. Ja. Man macht das, wenn man sich für die Kunst entscheidet, einfach als Liebe zur Sache, glaube ich. Ja? Und es ist manchmal nicht leicht, das alles zu koordinieren, ja, auch eben mit der Tanzschule, das ist ein recht großer Betrieb auch, wir haben auch viele Angestellte. Das Werkel muss auch rennen, wenn wir nicht da sind. Ja. Das ist schon eine Herausforderung gewesen, aber zum Glück funktioniert das dank unseres Teams auch ganz gut. Ja. Ja, und sonst fliegt man halt dahin, dorthin, hat dort einen Auftritt, da einen Auftritt. Naja, aber die Claudia hat es ja schon ein bisschen erwähnt, man muss so ein bisschen auch in die Perspektive schauen, das liegt auf der Hand. Natürlich, gerade der künstlerische Beruf ist ein Beruf mit Ablaufdatum, kein Beruf, wo man schön brav in Pension gehen kann. Das ist noch so sind ist wir jung! Noch seid ihr jung, also nur so und jung ihr sollt jung im Geiste bleiben, selbstverständlich, aber irgendwann auch ist, ist es vorbei. Claudia, trotzdem haben wir ein Tränchen im Äuglein. Denn ich weiß, du wirst Graz verlassen. Notgedrungen erstmals. Warum? Ja. ja, bei uns ist es so, wir haben Jahresverträge. Ganz oft in Theatern und ganz oft im Tanz hat man einen Jahresvertrag, was eigentlich schon Luxus ist für uns. Ja. Weil ich bin es gewohnt, in der freien Szene zu arbeiten. Bevor ich hier in der Grazer Oper war, war ich eigentlich in der freien Szene und habe eigentlich Projektverträge, Stückverträge, Monatsverträge, Wochenverträge, nur Performance vielleicht sogar bezahlt. Und das ist einfach... Da soll man seine Pensionsjahre zusammenbekommen. Funktioniert sicher so nicht. Ja. Aber, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, so, ja, ist eigentlich schon Luxus, weil das heißt, man kann schon mal ein Jahr planen. Ja. Und es wird dann halt irgendwann einmal, kommt der Zeitpunkt, wo jetzt bei uns ändert sich ganz viel in der Oper, also kommt eine neue Intendantin, es kommt ein neuer Ballettdirektor und dann wird man halt schnell einmal ausgetauscht. Oh, wie das klingt. Ja, es ist so. Also das nehme ich jetzt nicht persönlich. Das ist der Job. Das gehört zum Job dazu. Das gehört zum Job dazu. Also du wirst weggehen mit Ende der Saison. Genau. Doch auch mit lachendem Auge. Du hast schöne Sachen gemacht in diesem Jahr. Ja, wunderschön. Ja. Also ich muss sagen, in den drei Jahren habe ich wahnsinnig viel gelernt. Gut. Und ich glaube, dass man auch, dass alles, was man tut, so ein neuer Schritt zu was Neuem ist. Und wir sind noch schuldig geblieben. Wohin gehst du? Nach Schweden. Nach Schweden. Also, eine steirische Tänzerin in Schweden, das hat auch einen gewissen Charme. Die Schweden werden dich lieben. Die alten Schweden werden schauen, gell? Wie in der Steiermark getanzt wird. Dafür toi, toi, toi. Dankeschön. Liebe Claudia, der Willi. Der Willi bleibt uns schon erhalten. Ich gehe nicht nach Schweden. Du gehst nicht nach Schweden. Oder die Claudia mal besuchen. Ja, das hoffe ich schon. Wie schaut deine mittlere und fernere Zukunft aus, Willi? Was sind die Projekte? Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, endlich einmal ein bisschen mehr zu Hause zu sein. Ich bin ja eigentlich echt gern zu Hause. Eigentlich am liebsten, sage ich jedes Jahr. Es hat irgendwie jetzt nie funktioniert. Es haben sich ja immer tolle Sachen ergeben, muss ich sagen. Aber ich möchte jetzt wirklich mal ein bisschen daheim sein, mehr auch in der Tanzschule. Ja. Und auch mein Haus endlich herrichten, damit ich da einziehen kann. Aber es gibt schon wieder ein neues Projekt. Und zwar, ich kann noch nicht so viel darüber verraten, aber es wird im Sommer wahrscheinlich eine Musical-Produktion geben. Hier bei uns? Nicht bei uns, wie das halt so ist. Man muss immer weiterziehen. Ja. Ja, aber das ist noch nicht ganz spruchreif, aber schon ziemlich fix. Erfahren. Ihr Lieben, es war mir eine große Freude, euch erlebt zu haben. Ja, ich hätte euch noch was vortanzen lassen können, aber das wollte ich ja. Oder was singen hören vielleicht. Alles lange her, alles lange her. Na, es war mir eine Freude, fast ein Volksfest. Ich wünsche euch toi, toi, toi. Dankeschön. Für die weitere Zukunft. Danke. Hier sowieso in Schweden. Gell? Danke. Und wir werden euch beide wieder erleben. Bestimmt. Und in einer guten Zeit wirst du uns berichten, wie es weitergegangen ist. Und der Willi sowieso. Dankeschön. Alles Gute euch beiden, meine Damen und Herren. Alles Gute. Wir sehen uns. Das war's auch schon wieder für diese Woche mit Kanal 3 Steiermark. Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem. Sie finden alle Sendungen auch online unter www.kanal3.tv. Im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Mitdabeisein. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit Ihren Infos aus der Region. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.